Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier bei den Flüchtlingen und der lieben Sarah Sarah 007. Hallo Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Ja, da sind wir wieder in State of Decay 2. Und es ist mitten in der Nacht. Ja, und dein einer Kumpel hat, glaube ich, deinen anderen hat er geschubst gerade, oder? Was machen die? Wieso zanken die sich? Keine Ahnung. Sah jetzt nur so aus vielleicht. Gut, was machen wir? Wir haben beschlossen, die Infektionsherde zu bereinigen, die da wären, überall. Ja. Ah, was ist das denn? Eine baufällige Scheune. 10 und 3 Schreier haben wir da. Ui, die ist aber groß. Aber ja. Schauen wir mal, was wir schaffen. Ja, wir haben ein paar Toolkits dabei und ich denke, wir fahren mit Autos los, mit 2 Autos, ja? Ach ja, es ist ja nur noch da, die Ecken da bereinigen. Und 2 Seuchenherzen haben wir nur noch hier. Aha, wo sind die anderen alle geblieben? Ja, wir waren schon fleißig. Oh, die kommen vielleicht nochmal zurück. Infektionsherde, was hältst du davon? Direkt oben ist so eine Straße, da sind 1, 2, 3, 4, 5 Infektionsherde, 5. Wenn, ja, wir die ja. zuerst, wenn wir die zuerst genau, machen, die, dann hätten... Die alle ah, ja. da, Scheune, ja. was alles. Was ist das für ein Fragezeichen? Überlebens... Untersuche die Überlebensaktivität beim Haus am See. Ja, es ist daneben, können wir auch mal vorbeischauen. Ach so, Moment, die Scheune sehe ich jetzt gar nicht. Das ist auch eine Scheune, eins alleine, genau vis-à-vis von unserem... Also ich sehe am Fluss, da sehe ich ein kleines Lagerhaus, dann ein dunkelgrünes Lagerhaus. Ich habe einen Wegpunkt gemacht, vielleicht ist es dann. Ach da. Ah ja. Ja, ich dachte, wir machen oben die Straße, dann hätten wir sofort schon mal 5 Stück frei und das geht ein bisschen schneller. Dann fahren wir andersrum anstatt vorne oder wie? Dachte ich, dann können wir uns da für die anderen so ein bisschen Zeit lassen. Wahrscheinlich werden die Autos ziemlich demoliert sein, wenn wir da die alle rauslocken. Okay, fangen wir mit dem ersten da an oder... Ja, ja, irgendwie fahren wir an. Einmal durchfahren, alle rauslocken und dann einfach über den Haufen fahren. Ja. So, ach so, ich kann den Wegpunkt ja setzen. Hier, das meine ich hier, diese Straße hier. Hier so hin ungefähr. Bloater, keep your distance. Ja, da. Oh oh. Aufgeblähter. Irgendwo. Oh oh. Vorsicht. Wow. Wo auch immer, das war laut. Ja. Ich nehme mal meinen Wegpunkt wieder weg, du weißt wo, ja? Ja, mach ruhig da irgendwo einen Wegpunkt hin zum Hinfahren. An ein Haus dran ist schon mal. Ja, mitten hier das letzte nehme ich mal, dann fahren wir da schön durch. Ja, also raus, da sind die Autos, rechts raus und dann nochmal rechts und dann einfach geradeaus dem Straßenverlauf folgen. Das dürfte nicht so schwer sein. Dann lass uns erstmal hier rausfinden. Ja, zu den Automobilen. Hier entlang, glaube ich. Ich folge dir. Haben wir eigentlich Benzin? Ich glaube nicht. Wenn nicht, muss ich noch mal welches machen. Hier ist das Lager übrigens. Ach, hier ist die Werkstatt. Wo ist das Lager? Da, wo du bist. Ja. Nee, ja, hier ist das Lager. Aber ich meinte, ob ich schon welches frei habe. Wo ist denn das kleine Ding jetzt? Oh, der Tresor, du bist vorbeigelaufen gerade. Ich hier vorne ist der. Ach so, ne, Entschuldigung, hinter dir. Hier so. If any more creeps show up out there, our home could be in real danger. Da ist der. Ja, ist er neu. Ach hier. So, haben wir Benzin? Vorsicht. Nö. Vorsicht.
Da kommt ein Angriff jetzt. Ach. Eine Stunde, eine Sekunde, eine Minute müssen wir überstehen hier den Angriff. Ganz genau. Wo kommen sie? Ach was. So macht ihr das, einfach schießen da drauf. Und das war's. Oh oh. Ich komme. Wo ja, aber deine, deine Leute, die schaffen das schon hier. Boys and girls, we have more sets on our hands. Get ready. Ja, ja, we get ready. Ach, so tragisch ist das doch gar nicht. So, ich habe 3 Benzinkanister, ist das okay? Och, das sollte reichen, ja, klar. Fürs Erste. We put it off, and now we got a fuckload of places full of muertos out ja, there. Geschafft, was? Wie? Ja, okay. Hey, careful! Was careful? Ich hab doch gar nicht auf dich gezielt. Ja, ich glaube, das war's. Wollen wir denn jetzt nachts echt los in der Nacht? Ja, ist eigentlich bei Infektionsherden geht's, glaube ich, noch, wenn wir mit dem Auto bleiben, fahren und im Auto bleiben. Ja. Fahren wir crashen. How's the end of the world treating you? Ja, 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 ja. Ich tapp's mal hinter dir her. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Heading out. Welches Auto nehmen wir denn? Also, ich nehme hier gerne den blauen Flitzer hier. Da komme ich ganz gut mit klar. Oh, der hat ja noch. Der hat noch was im Kofferraum hinten. Ist noch Schrauben, Ersatzteile und so. Ich glaube, wir konnten das nicht mal lagern, oder? Ich glaube, da habe ich vielleicht was Neues reingesteckt. Hier oder in dem blauen. Ah, ich habe nur 2 Benzin, aber die reichen ja, oder? Ja, der hier sollte hin, sollte das schaffen und drüber auch. Dann für den Rückweg bräuchten wir vielleicht einen Kanister. Da hier müsste was im Kofferraum sein. Ah, Munitionsressourcen. Und ein nutzbar Fähigkeit lernen. Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht zum Mitnehmen. Und hier... Da müsste noch was drin sein. Ersatzteile und ich glaube Samen oder Dünger. Luxusgegenstand, Süßigkeiten. Ah, zum Verkaufen. Und Schrauben. Aha. Gut, fahren wir mit 2 Autos, ich fahre hinter dir her. Okay, ich weiß nicht so genau, wo hier der Ausgang ist. Vielleicht gucke ich da mal. Okay, nee, schon gut. Ich warte, ich lad mal auf. Ich tanke mal eben. Okay. Dann hab ich das Problem schon mal nicht. Ist das hier eine Straße? Soll das eine Straße sein oder fahren wir da nachher irgendwo in eine Sackgasse? Ach, du bist schon soweit. Gut. Los geht's. Ja, ich hoffe, dass das hier die Straße ist. Ach, wir haben ja Licht. Wow. Du fängst schon an. Okay, fahr. Da sind wir mittendrin, also wir können ruhig hupen, alle rauslocken. Wow,
Haben Sie? Ah ja, da kommt was. Okay, was? Oh, Schreier. Ja, ja, das habe ich mir so gewünscht, dass die alle rauskommen. Entschuldigung. Habe ich dich getroffen? Oh. Das war aber knapp. Ist aber auch gefährlich mit zwei Autos hier. Wow, was ist hier los? Ich bin hier festgefahren. Ich bin festgefahren. Oh je. Nee, geht schon wieder. Was für ein Massaker hier. Ja, bei mir auch gerade. Hast du noch mehr Schreier bei dir? Moment, die sind bei mir. Die kommen hier nicht raus aus dem Haus bei mir. Die Tür ist zu. Die schaffen es nicht. Ihr schafft es. Wow. Hey, Moment, reiß mir die Tür nicht ab. Ich brauche die Tür noch. Klappt's bei dir? Ja. Es sind halt immer noch welche da im Haus. Also alle sind nicht rausgekommen. Ah, manchmal kriegen sie die Tür nicht so schnell auf, habe ich den Eindruck. Huch, das war nicht der Sache. Auf der Straße ist ein Kreischer. Auf der Straße? Ja. Oh, das sind noch ganz andere. Karacho. Oh. Abbitten. Hier ist noch einer. Oh, schade, vorbei. Oh. 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 Zwei sind hier sauber schon. Ich muss das Auto reparieren, sonst ist gleich... Ende. Ende Gelände? Okay. Ja. Meins ist total kaputt. Oh, du hast ja keine Tür mehr. Alle vier Türen weg. Hoffentlich kommt keiner. Ah, da kommst du, ich sehe dich. Das sollte erstmal wieder reichen für eine Weile. Benzin geht noch. Okay, weiter geht's. Nächste Etappe. Wow. Oh, die fallen ja ganz gut um. Wow. Vorsicht! Du bist ganz schön schnell. Hier in einem kleinen Schuppen, oder? Die kommen da wieder nicht raus, die kriegen die Tür nicht auf. Ja, da ist nur noch ein Kreischer, glaube ich, drin. Oder? Nein, doch, die sind hier oben. Ach so. Das ist das.
Hier drin sind sie, in diesem Lagerhaus. Oh, ich steige ja aus. Ah, zwei Kreischer noch, okay. Okay, ein Kreischer und ein normaler, glaube ich. Noch nicht zombiefrei hier? Ach, da. Ach, geschafft. Gut. Einer kommt von irgendwo. Wo kommt er denn? Da kommt er. Ja, mehr Licht. Dann können wir mal ein bisschen looten. Ja. Soll ich nach draußen und die ganzen Seuchenproben einsammeln? Ja. Okay, das eine hier mache ich schnell fertig und dann leise. Ja, Stromgenerator gefunden. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ah, die Seuchenproben. Ja, doch, ein paar sind noch da. Das ist gut. Das hat ja gut geklappt, oder? 5 Seuchenherzen haben wir. Nein, Seuchenherzen nicht. Diese anderen. Infektionsherde. Okay. Dann müssen wir überall noch ein bisschen reingehen und durchsuchen dann. Mal schauen, jo, was wir so Schönes haben. Ja. I might be carrying too much here. Ja, dafür, dass wir jetzt die Autos so demoliert haben, hast du aufgetankt. Ich brauche nichts auftanken, aber ich muss mein Auto reparieren. Aha. Ja, Verbandszeug kann man auch immer gebrauchen. Das hat aber Spaß gemacht hier mit den ganzen Kreischern. Ja. Wobei das eine ziemlich knifflige Stelle ist hier, finde ich. Aber jetzt kommt auch noch eine Horde. Hier gerät so. Ah, ich sehe schon, die löst sich schon auf, oder? Die Horde, oder? Ich habe gerade 2 erledigt. Okay. Eine Zweierhorde. Oh Mann, ja. Mann. So, hier habe ich alles durchsucht. Oh, Landschaftsbauausrüstung. Sehr schön. Okay, that's heavy. Ja, stell mal nicht so an. Ach, du warst das. Ich dachte, hier wäre irgendeine Gruppe in der Nähe noch. Wow, nicht darunter. Oder doch? Hier sind noch ein paar Sachen für dich draußen zum Sammeln. Ich komm gleich. Ich bin hier hinten gerade ein paar Kisten. Wo? Da. Hier. Chuck. Da ist was. Oben ist auch, glaube ich, noch was, aber hier stehen vor allem noch Kanister rum. Dann gucke ich hier schon mal in dieses, ja, was sagt man dazu, in diese Hütte hier rein. Oder Moment, mir fällt da was ein. Ich glaube, hier hinten ist eine ganz gute Waffe versteckt. Dachte ich erst, aber hier ist gar nichts. Bei dir ist nichts, im Multiplayer ist nichts. Tote Katze, ach hier. Ah, für dich wird was sein. Okay, ich komme gleich. Aber ich höre auch gruselige Geräusche hier. Okay, mein Kofferraum ist schon voll. Ah, das ging aber echt gut jetzt. Oh, da ist jemand überladen. Chuck. Oh, hoppla, alles für dich hier zum Looten? Für mich nichts mehr. In dem ersten Gebäude habe ich noch nicht alles gefunden. Aha. Fehlt mir noch. Oh. Hast du. Kann ich dir den Sack da ablegen? Wie war das? Ja. Wie war das noch? Ja. Oh. R? Wie kann man ablegen? R. Aufbrechen. Y. Okay, that's heavy.
Und wenn du Ersatzteile und Seuchenproben hast, die kann ich auch noch stapeln und Dosenbomben kann ich noch stapeln. Ersatzteile? Ja. This is seriously too heavy. Oh, ist ja auch zu schwer. Ablegen. Ja. Rolle mit Feuerwerkskörpern. Warte, Ersatzteile gebe ich dir gleich nochmal welche. Oh. Here they come. Nochmal Ersatzteile. That's a screamer for sure. Was? Wo? Tatsächlich. Tatsächlich. Hinter der Mauer. So. Genau. So macht man das. Locked up. Oh, war schon auf, oder wie? Auf der anderen Seite war es auf, ja. Nochmal Ersatzteile. Ah, ich auch, ja. Ja, das trifft sich ganz gut jetzt, nachdem wir die Autos so demoliert haben. Da brauchen wir auch Ersatzteile. Scheinbar bin ich hier schon durch, wieder. Nada. Warte, ich hab wieder Ersatzteile. Ja. Ich such mir die schon. Noch eins. Ah, da. Waffenüberreste. Schön. Eine Kiste mit Samen. Ach Mist. Kann ich nicht nehmen. Hast du noch was Platz? Nee, ne? Ich glaube ja. Zwei Plätze habe ich noch frei, ja. Schmeiß was ab. Willst du eine Axt haben? Gerne. Da. Aber ich so, nicht so schnell. Das erste Gebäude. Nicht zu schnell. Hier haben wir alles durch. Erste Gebäude habe ich nicht alles durch. Hier ist was versteckt. Aber Vorsicht. Da sind auch eklige Sachen. Wenn du da hier durchgehst, da hinten. Ja, das wird noch eager. Da hinten durch bei den Kisten, hinter den Kisten da. Vorsicht. Ach du meine Güte. Woll, dachte ich mir auch. Oh. Seine Katze. Und Strauß Blumen. Wow. Kann ich nicht nehmen. Schade, schmeiß irgendwas ab. Ich habe noch einen Platz frei. Einen Platz habe ich noch. Wo schmeiß ich denn ab hier? Was hast du? Hast du Molotow-Cocktails oder so, wo man. Oder Medizinfläschchen? Flasche mit Stimulanzien? Ja. Nee. Ich habe Flasche mit Schmerzmitteln. Ich habe Molotow. Nein, ich habe Dosenbombe. Ich habe Verband. So, was habe ich alles? Immer das, was du nehmen kannst. Gut, was ab. Ist da so viel drin? Ja. Was kannst du nehmen? Stapeln bei dir? Ich wollte gerade gucken. Ich glaube, von dem Zeug hier kann ich gar nicht stapeln. Dann müsste ich zum Kofferraum. Hast du beide schon? Sind beide schon voll? Now that I've got a place to stay, maybe it's time I found a turntable so I can play all this vinyl I've been collecting. Ist noch was hier? Ja,
muss doch mal wiederkommen. Eine Katze? Hier sind ja ganz viele Katzen. Was hat denn der da gemacht? Echt? Der wird von den Katzen gefressen, oder? Ja, nochmal wiederkommen wahrscheinlich auch. Auf der anderen Straßenseite. Oh, hoppla, sind ja auch noch ganz viele Häuser. Okay, warte mal. Ich tanke mal mein Auto auf. Musst du dein Auto noch reparieren oder so? Nö, das ist ziemlich in Ordnung. Benzin hast du auch genug? Ja, für einen Rückweg sollte es noch reichen. Ansonsten ist nicht mehr sehr viel Benzin drin. So, ich habe aber hier den hinten die Klappe noch auf. Also, da ist noch Platz drin. Also, wenn du solchen Proben haben willst, da ist noch. Ach, echt? Solchen Proben? Habe ich die übersehen oder habe ich das gerade gehört, dass du hier schon gewütet hast? Ich habe gewütet. Dann, ja, dann... Ja, möchtest du dein Auto auftanken? Ich, ja... Komm, ich tank's mal auf. Dann haben wir jetzt Platz. Ah, wollte ich gerade sagen, möchtest du den Benzinkanister loswerden? Genau. Nein, ich wollte nicht Auto fahren, ich wollte auftanken. Ja, aber ich glaube, wir sollten die Sachen doch erst einmal nach Hause bringen. Soweit ist das ja nicht. Und dann können wir ja nochmal wiederkommen und die... Oh nein. Schnell rein. Steig hier ein. Steig hier ein. Oder... Okay, fahren wir erst nach Hause. Steigst du nicht ein? Wo ist er? Da ist er. Ich komme. Da war er. Okay, nee, alles gut, alles gut. Wow. Hey, I'm sorry. Sollen wir dann erstmal nach Hause? Ja, von mir aus. Oh, Benzin, ach, hast du geschafft aufzutanken sogar. Ja, natürlich. Nichts passiert, ich habe nichts gespürt. Oh, wo müssen wir denn lang? Fahren wir einfach mal hier links. Ja. Ist denn hier kein schöneren Weg vorbei? Müssen Sie das denn hier so puckelig bauen immer? Oh, du bist ganz schön schnell. Links, links. Ach so. Der ist etwas laut, der Motor, oder? Manchmal. Ja. Oh, ein Schreier. Da war ein Schreier. Ja, habe ich zu da spät. Da ist noch ein Schreier. Du hast Geschmack gefunden. am Autofahren jetzt. I need to rest. Warte, ich steig aus. Oh, ne, oh, da sind ein paar viele jetzt gerade. Na, also, Stürmeangriff, etwas aufgestiegen. Gut. Steht der, ja, der Lieferwagen steht ja auch auf einem Parkplatz, also kann ich da auch ein paar Sachen reinschmeißen, ja? Ja. Oh. So, so, so. Haben wir das? Ach, Stimulantien haben wir auch gefunden. Okay, rein damit. Ja, das ging ja hurtig jetzt. Die Axt behalten. Ja. Ja. Auto. Mein Messer ist zwar noch ganz gut, das Tranchiermesser, aber die Axt kann ja nicht schaden. Gut, ich
würde sagen, dann gehen wir rein und dann sind wir auch schon am Ende der Folge, ha? Ja, ich habe die Zeit diesmal gar nicht so im Auge. Und dann heißt das, wir dürfen uns bedanken, ja? Ja. Are you all? Hey guys, I'm home. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, für eure Kommentare, für eure Tipps und Tricks, lieben Dank dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.